Bisher bei Resident Evil Revelations. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Wie ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltrum. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Hang. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Resident Evil Revelations. Episode 8. Alles oder nichts. Eine sofortige Eindämmung ist unumgänglich. Zu viel steht hier auf dem Spiel. 1.17 Uhr, BSAA-Hauptquartier. Du bist verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wär's, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrennen. Untätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Ah ja, du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir sicherstellen, dass sich deine Fehler nie mehr wiederholen. So, okay, wir müssen hier entkommen. Oh. Oh, du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir hier rausschwimmen. Okay, dann müssen wir uns beeilen, weil viel Luft haben wir nicht. So, jetzt mal schauen, wo wir hin müssen. Ja, ich glaube schon. So, hier sind wir, glaube ich, richtig. Ist verschlossen. Okay, dann müssen wir einen anderen Eingang nehmen. Hier war irgendwo eine Leiter. Wir müssen schnell sein. Die Zeit ist knapp. Ah, hier, perfekt. So. Ja, dann beeilen wir uns mal. Das Wasser steigt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hier raus. Ja, werden wir schon hinkriegen. Hier ist ein Aufzug. Funktioniert nicht. Na, tolle Wurst. Okay. Mal überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Ah, da hinten. Nee, hier wurde uns doch was angezeigt. Ah, vielleicht. Ah, okay. So, hier scheinen wir richtig zu sein. So, dann schwimmen wir mal hier rein. Und müssen jetzt nach oben.
Nein, da war was. So, hier ist die Leiter. Auf ihr ist ein Dreizack abgebildet. Ja, ich dachte, wir hätten den Schlüssel. Okay, wir müssen doch wieder runter. So. Ja, dann gehen wir hier durch. Vielleicht gibt es hier einen Ausgang. Schloss entfernt und ab da. Okay, alles klar. Shit, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen mal eben Luft holen hier, sonst... Oh. Kackviecher hier. Okay, da hinten müssen wir hin. So. Okay, hier kommen wir auch irgendwie nicht weiter. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo könnte man denn noch her? Diese Viecher, ne? Die gehen einem richtig auf den Sack hier, ne? So, hier ist noch eine Treppe. Ah, okay. So, versuchen wir es hier. Und jetzt sind wir im Kielraum und jetzt müssen wir nur noch hier runter. So. Da oben ist die Luke. Ja, das wäre geschafft. So, nochmal schnell nachladen, bevor wir uns wieder in die Fluten stürzen. Und ab geht's. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. So, dann müssen wir mal schauen. Dann müssten wir ja eigentlich... Ich glaube, hier rein. Genau, und dann hier hoch. Ja, das ist der gleiche Weg, wie wir reingekommen sind. So, den müssen wir natürlich auch wieder zurück. Hier können wir noch eine MG-Munition aufnehmen. Wer weiß, wenn wir die mal gebrauchen können. Wir wollen ja nichts liegen lassen. So, mal eben nochmal Luft holen. Und weiter geht's. Okay, hier scheint nichts zu sein. Aber hier können wir durch einen Schacht durch, glaube ich, oder? Nicht? Hier oben durch. Nee, ich schwimme mal hier und jetzt hier durch, genau. So, können wir hier noch was zerschlagen? Nee. Gut, ist ja auch egal. Jetzt hier schnell rein hier.
Hier scheinen wir irgendwie richtig zu sein. Ne, wir müssen hier irgendwie... Der Punkt ist da, das ist definitiv schon mal richtig. So, hier oben können wir auch nicht raus. Ah, hier. Oder vielleicht das Ventil aufdrücken? Ne, das geht auch nicht. Ja, bleibt uns ja keine andere Wahl, außer da hinten rauszugehen. Boah. Drecksviech, nimm das, du schleimiges Etwas, du. Und jetzt... Auf nach oben. So, jetzt heißt es nur nach oben schwimmen. Wenn wir hier irgendwie mal Luft kriegen würden. So. Okay. Und wieder tauchen. Komm, Parker. So, hier sind wir richtig. Da müssen wir durch, Freunde. Hier sind wir, glaube ich, richtig. So, hier können wir hoch. Ah, perfekt. Unsere Rettung. So, nehmen wir natürlich noch das Kraut. Und jetzt nix wie raus hier. Gut, aber das Schiff sinkt schnell. Nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay, wir warten. Gut, bis bald. Chris Ende. Okay, alles klar. Also zur Schiffshalle. Was sucht ihr denn? Wir sollen uns doch in der Schiffshalle... Ja, ich wollte doch nur das Kraut hier aufsammeln. Jetzt macht ihr doch nicht so viele Sorgen hier. Meine Güte. Ich will ja nicht irgendwie alles liegen lassen hier. Du musst doch Verständnis für haben, Parker. Wir sind, leben in einer Welt, wo man alles aufheben muss und nicht verschwenderisch sein darf. Vor allem nicht mit Munition. Siehst du? Pistolenmunition, die wir gar nicht mit dabei haben. So, auf geht's runter da. Oh nee, nicht schon wieder Wasser. Ah, Wasser, nichts als Wasser. Oh nee, nicht schon wieder so ein Viech. Nix da. Ohne mich, du... Kackviech. Kannst du von träumen, wa? So. Jetzt müssen wir hier hoch. Jetzt kommen wir gleich wieder ins Casino. Und dann haben wir es fast geschafft, Freunde. So, hier ist noch ein bisschen Munition. Das ist gut. Und hier liegt noch was. Ja, was steht denn da? Eine hingekritzelte Notiz. Ach so, nee, das hatten wir schon. So, dann schauen wir mal. Hörst du? Da! Weltrohr! Hättest beinahe die Party verpasst!